Hallo nochmal. Wir kennen uns schon von der letzten Messe. Feldbus Wiesner Rudolf hat dort Arbeiten aus Papier vorgestellt. Aber dieses Mal gibt es nicht nur Arbeiten aus Papier, sondern auch aus anderen Medien. Was haben Sie denn hier zum Beispiel ganz prominent in der Mitte Ihres Standes platziert? Hier haben wir den Philipp Lörsch, den hätten wir ja auch auf der Paper Position zeigen können, weil er auf Papier zeichnet und irgendwie bei ihm geht es um eine Parallele zwischen der Linie als Ausdrucksmittel in der Zeichnung und auch in der Schrift und daher kam er dann drauf, mit Texten zu arbeiten, weil Texte sowas Performatives haben. Und weil er sich auch mal von dem Medium Papier lösen wollte, vom Zweidimensionalen, war die Idee, dass er auf Steine arbeitet, weil das Buch auch so ein aussterbendes Relikt ist und dann eben sowas wie so ein archäologisches Fundstück auch letztendlich hat, ne? Das Buch, was vielleicht ausstirbt und dann wie so ein Fundstück hier sich dann präsentiert, wo so auch so Bruchstücke erscheinen. Ja. Das ist aber ausschließlich Stein, also da sind nicht irgendwelche Bücher eingearbeitet oder das ist auch kein Papier, sondern das ist ein bemalter Stein oder wie muss ich mir das vorstellen? Das Original, handbemalt, genau, viele denken, das wäre aufgeleimt, aber in der Tat, es ist ein Speckstein, den er von der Naturform so findet und auch dann übernimmt, aber dann eben Teile glättet, mit Lack bearbeitet und dann drauf zeichnet mit Tusche. Also das im Grunde, man muss ja wirklich sagen, es ist nicht geschrieben, sondern gezeichnet, weil es ja minutiös übertragen ist und dann aber mit Bruchstücken arbeitet, das ist ja noch übersetzt. Hier ist das jetzt, es sind oft eben kunsthistorische Monographien oder Lexika, die er übernimmt. Hier ist es von Donatello eine Monographie, also ein Renaissance-Bildhauer aus der Zeit. Und ich glaube, er hat auch verschiedene Sprachen. Ne? Er hat zum Teil Deutsch drin, dann hat er hier auch Englisch mit drin in dem Stein. Irgendwo dazwischen eine lateinische Inschrift. Für denjenigen, der das kann, genau. Also wirklich alle Zitate aus der Kunstgeschichte und Kulturgeschichte genau. Durch. Hier ist es, müsste man natürlich sagen, hier ist Tusche, hier ist dann noch mit Öl gearbeitet. Wenn man rückwärtig nochmal schaut, dort ist mit Bleistift noch gezeichnet und dann der Grauton des Steins noch übernommen, als ob diese Skulpturen auf der Rückseite dann wie aus dem Stein rauswachsen. Ja. Vielleicht gehen wir, ja eigentlich ist die auch dieser Clou, dass hier eine, also das ist ja die Abbildung von eigentlich einem, das ist ja eingraviert theoretisch in dem, was abgebildet wird, aber es wird auf dem Stein aufgemalt. Das ist ja auch nochmal so ein Clou und hat so eine, man könnte es ja auch eingravieren, aber das macht er nicht. Vielleicht gehen wir kurz zu diesem Buch, das, weil ich finde da ganz schön, wie die, wie das wirklich auch noch die, den Schwung der Seiten aufgreift, dieses Lexikon oder? Genau, das ist ein Künstler-Monogramm-Lexikon, also Künstler signieren oftmals ja nur mit dem Kürzel ihres Namens und für Kunsthistoriker ist es einfacher dann zu interpretieren, von welchem Künstler das ist, indem sie die Monochrome nachschlagen können. Hier ist es ja oft der Buchstabe KR und dann gibt es verschiedene Schreibweisen und der Künstler hat sich damit auseinandergesetzt. Was hier total faszinierend ist, dass man das Gefühl hat, das sind zwei Seiten, die übereinander liegen, ne? So hochtransparente, hauchdünne Buchseiten. Da hat er in der Tat erst lackiert, dann aufgezeichnet und dann eben nochmal eine hauchdünne Schicht weiß drüber gesetzt und dann eben nochmal gezeichnet. Und fängt dann an, ich meine, das ist ja ein wahnsinnig konzentrierter Prozess und langwieriger Prozess, den er dann arbeitet bei dem Abzeichnen der Buchstaben. Dann kommen ihm auch irgendwann Assoziationen, ne, dass man sowas hat wie so Ritter und Burg. Und dann fängt er an, so eigene Kommentare in Rot markiert dann nochmal einzubauen in den Stein. Ja. Wunderbar. Sie haben aber auch hier einige, naja, was sind das denn? Sind das Fotografien oder sind das irgendwelche Illustrationen oder wie funktioniert das? Letztendlich ist es auf Fotopapier gearbeitet, ne? Genau, aber die Künstlerin, die aus Bulgarien ist, die Marta Jurina, die man hinten sieht, kommt aus Bulgarien, hat an der UdK studiert, hat jetzt einen Preis bekommen, der an der Berlinischen Galerie verliehen wird, jetzt am 21. September, hat auch gerade in Bulgarien einen Preis gewonnen. Und hier ist es so, dass sie im Fotostudio in der Dunkelkammer arbeitet und eben über den Prozess arbeitet. Das heißt, wir haben es hier mit Unikaten zu tun. Das heißt, sie hat so Lichtquellen wie das punktuelle Lineare, also diese lila Streifen, die dort abgebildet sind, da arbeitet sie mit einer Lichtquelle und zieht die dann in der Dunkelkammer über das Papier und das wird dann ausbelichtet in Farbe und sie hat mit dem Daumen arbeitet sie dann und verwischt Farbe und Spuren, das ist aber dann über den Vergrößerer dann überdimensional großgezogen, also sieht aus wie ein riesiger Pinselstrich, in der Tat ist aber mit dem Daumen ganz klein gearbeitet auf dem Grund, ja, und dann ganz prozessorientierte Arbeiten und immer ein Unikat, weil es ja aus der Performance im Grunde genommen passiert. Ja. Eröffnen Sie nächste Woche zu den Friday Night Positions eine Ausstellung?
Erst am Samstag eröffnen wir, aber wir werden da schon fertig sein. Wir haben den Termin verpasst, uns ins Listing zu packen. Naja, das passiert. Aber die Art Week ist ja nicht nur einen Tag lang, sondern eine Woche. Was ist da zu sehen? Eingeladen, vorbeizukommen. Also wir werden am Freitag auch da sein. Zwei Künstler, die auch netterweise von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wurden. Einmal Jakob Dahlgren, ist ein Künstler aus Schweden, der schon in einigen konkreten Museen gearbeitet haben. Zum Beispiel, er schafft abstrakte Bilder durch Zollstöcke, also Alltagsgegenstände, die er dann in abstrakte Kunst übersetzt, wo man mit so einem Trompe-l'œil-Effekt und Ready-Made-Charakter auch überrascht wird. Und Philipp Lörsch, den wir jetzt hier am Stand sehen, wird neue Zeichnungen auf Papier zeigen, einen neuen Buchstein, er nennt immer Buchsteine, und ein ganz großes Projekt, wo er ein ganz großes Buch, wo die Fußnoten auf einer Seite landen, 2,50 Meter große Zeichnung. Und das wurde auch gefördert, sein Projekt vom Kunstfonds. Also wir sind ganz dankbar um die Unterstützung, wie hier die Messe, glaube ich, auch ganz dankbar ist, dass hier ein bisschen Funding reingepackt wurde, um das möglich zu machen. Und für uns Galerien ja auch toll ist, dass es möglich also, ist, mehr Sichtbarkeit zu haben. Ja. Es fühlt sich an, als würde das funktionieren jetzt mit den Förderungen, dass die Messe wieder stattfindet und viele Leute anzieht. Ja, wir haben ja lange unsere Berliner Kunden immer wieder betreut und die kamen auch regelmäßig in die Galerie, auch zum Lockdown in den Einzeltermin. Aber einfach mal wieder größere Sichtbarkeit den Künstlern zu bieten. Und die Leute kommen auch deutschlandweit jetzt wieder angereist. Und das ist schon irgendwie einfach ein unverzichtbares Format. Ne? Und der Wunsch wäre eigentlich, dass es gerne noch mehr wächst und noch mehr Galerien dazukommen. Wir haben ja jetzt nur noch eine Messe in Berlin zum Kunstfest. Vielen Dank. Dann geht es nächste Woche schon wieder weiter. Und wir schauen uns auch noch ein bisschen um. Dankeschön. Tschüss.